zusammen. Wenn früher galt, hast du was, bist du was, kannst du was, bist du was, weißt du was, bist du was, und man sich definiert hat, sich beschrieben hat, selber mit dem, was man so tut und was man hat und kann und was andere über einen sagen, wer bin ich eigentlich dann, wenn ich neu bin im Glauben, neu geschaffen bin, neu geboren bin in Christus? Wer bin ich dann? Neue Überschrift: Ich bin ein Schüler. Ja, so hat Jesus seine Leute genannt. Jünger heißt das in der Bibel immer. Aber das griechische Wort, die Bibel ist ja im Neuen Testament auf Griechisch geschrieben, das Wort Mathetois heißt Schüler. Und so haben sich die ersten Christen auch genannt. Sie haben sich Schüler genannt, Nachfolger von Jesus. Ich bin für den Rest meines Lebens Überschrift Schüler. Was lerne ich denn? Ja, ich lerne, was es heißt, unter ganz neuen Voraussetzungen zu leben. Denn die Welt um mich herum hat sich ja nicht verändert, nur weil bei mir was anders geworden ist. Nur weil ich in Christus bin, ist ja drumherum in meinem Leben nicht alles anders geworden. Ich begegne ja in meinem Leben denselben Leuten wieder. Mal angenommen, ich bin gestern richtig durchgedrungen, bin gestern Christ geworden und gehe morgen wieder zur Arbeit. Mein Chef ist immer noch der Alte, meine Kollegen sind die Alten. Ich bin zu Hause in meiner Familie, es ist alles immer noch beim Alten, nur dass ich nicht mehr alt bin. Das heißt, wenn ich in meinem ganz normalen Leben bin, dann begegne ich den alten Herausforderungen wieder. Und die Frage ist, wie gehe ich mit ganz neuen Lösungsstrategien an die alten Herausforderungen heran? In mir drin entstehen Sätze wie: Ich muss jetzt gar nicht mehr beleidigt sein. Ich brauche nicht mehr, um wert zu sein. Das und das, dies und jenes Problem, diese und jene Kritik kommt an mich heran, aber ich muss mich davon gar nicht mehr klein machen lassen oder in Panik bringen lassen. Das heißt auch von meinen Reaktionen her, eine habe ich schon genannt, ich muss nicht mehr beleidigt sein, ich muss gar nicht mehr unbedingt jetzt aus der Haut fahren und mich verteidigen oder ganz verletzt sein oder wie auch immer, muss ich gar nicht mehr. Ich kann viel, viel ruhiger mit den Sachen umgehen. Da gibt es echt einen Unterschied. Der Apostel Paulus, den ich schon ein paar Mal zitiert habe, schreibt darüber im Galaterbrief. Man muss nun bedenken, er schreibt an Leute in Galatien, das ist in der heutigen Türkei, ungefähr vor 2000 Jahren. Ja, wie haben die gelebt? Wie haben die früher gelebt? Und er vergleicht das. Und er sagt, wenn ihr euren selbstsüchtigen, also diesen alten Wünschen nachgeht, ist offensichtlich, wohin das führt. Und er fängt mal mit ein paar Krachern an. Zu sexueller Zügellosigkeit, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben. Nun sagen wir, das geht mich alles nichts an, aber ist schon Thema heute, würde ich sagen. Vielleicht jetzt nicht bei dir. Zur Götzenanbetung, war damals ein Riesending. Heute wieder zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Und zwar, ja, nun ist Gott ja auch eine übersinnliche Kraft, aber eben auf etwas anderes. Da gibt es so offensichtlich auch andere Kräfte als Gott. Dann geht er weiter mit Charaktereigenschaften und Handlungsweisen. Feindseligkeit, Streitsucht, Eifersucht, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben ebenso wie Neid, Trinksucht, üppige Gelage, wir denken an die Orgien in Rom in der römischen Zeit und vieles andere. Ich habe es schon oft gesagt und ich warne euch hier noch einmal, wer so lebt, wird niemals in Gottes neue Welt kommen. Und ich füge hinzu, ich bin zwar nicht Paulus, aber ich fürchte oder glaube, er wird mir recht geben, wer so lebt, ist auch nicht drin. Denn wer drin ist im Reich Gottes, der muss auch nicht so leben, um seine Bedürfnisse und Triebe einfach zu befriedigen, egal was es andere kostet. Dann macht Paulus weiter. Wir sind übrigens im Galaterbrief Kapitel 5, jetzt kommt Vers 22. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Tja, nun könnte man sagen, ei, dei, dei, das klingt ja nach Friede, Freude, Eierkuchen. Ich hatte dieses Jahr ein Trauvorgespräch mit einem Ehepaar, das sich eigentlich genau das gewünscht hat. Liebe, Friede, Freude, Geduld, Harmonie und all diese Sachen. Und dann sagten sie etwas verschämt,
Ja, wir wissen, das klingt ein bisschen spießig und nach heiler Welt, aber genau das wollen wir. Ist das nicht interessant? Ich habe zu Ihnen gesagt, ihr müsst euch doch nicht dafür schämen, dass ihr ein solches Leben euch wünscht. Ist das nicht gut? Ist es nicht im Letzten eigentlich das, wonach wir eine ganz tiefe Sehnsucht haben, nach Friede, Freude, Liebe, Geduld, Treue, diesen Dingen? Ist es nicht das, was wir eigentlich brauchen? Und Paulus sagt, das ist jetzt möglich. Und das lernen wir. Wir lernen, wir sind Schüler, wir lernen nicht einfach dem Vorbild Jesu nachzueifern, so nach dem Motto, so ist Jesus und so will ich auch werden und ich tue alles und streng mich an, um so zu werden. Nein, 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 darum geht es nicht. Sondern es geht ja darum, ich bin in Christus und ich wachse jetzt Stück für Stück in diese neue Geborgenheit hinein. Das heißt Schüler sein. Ich lerne nicht, was ich noch darf und was ich nicht mehr darf, wie ich auf keinen Fall mehr sein darf und wie ich werden muss und mich jetzt anstrengen, sondern Jesus sagt hier auch, entspann dich, sei einfach in mir. Das sagte er zu seinen Jüngern mehrmals, bleibt in mir und ich in euch. Ganz einfach. Und dann wirst du wachsen. Dann wirst du deinen alten Herausforderungen begegnen und lernen, anders zu handeln. Lernen. Nicht automatisch und gleich. Es ist ein lebenslanger Lernprozess, denn es wird passieren, dass ich wieder aus der Haut fahre oder dass ich doch wieder neidisch bin oder eifersüchtig oder beleidigt, dass ich das merke, ups, da ist das Alte wieder hochgekommen. Und was dann? Kann ich dann sagen, so, jetzt gebe ich auf, dann kann ich auch gleich so weitermachen wie früher? Nee, das ist dieses Wunderbare, dass Gott sagt, ich bin gnädig. Und barmherzig. Ich will dich nicht verlieren und ich will nicht, dass du dich verlierst. Wie gibt es diesen schönen Spruch aus von so einer Tasse oder T-Shirts? Aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Davon spricht er. Aber was ich nicht tun werde, ist zu sagen, die alten Regeln, nach denen ich früher lebte, die alten Verhaltensmuster, die behalten ihre Gültigkeit. Das tue ich nicht. Das wäre ja dumm. Das wäre wirklich dumm. Oder es gibt ein altes Wort. Töricht wäre das. Das alte Wort töricht heißt übrigens das Gegenteil von weise. Weise und töricht sind Gegensatzpaare. Es gibt ein schönes Gedicht, das hat ein Mann namens Lindolfo Weingärtner geschrieben. Und das lautet, das drückt es aus, den Wechsel vom Alten zum Neuen. Das erst das Alte. Du klammerst dich an Dinge, die du hast, hältst angstvoll fest und meinst, du wirst gehalten. Die Dinge haben dich, du trägst die Last. Du meinst, du herrschst und dienst doch den Gewalten. Und dann kommt der Übergang, lass los, o Mensch, lass los, bevor der Tod dir schließlich aufbricht, die verkrampften Hände. Gib dem Erlöser Raum, lös fremde Not, Erlöstes bleibt, das Machwerk geht zu Ende. Starkes Ding, finde ich. Wow. Erlöstes bleibt. Das Machwerk geht zu Ende. Und das wissen wir alle, ob wir glauben oder nicht. Wir wissen, dass mit unserem Sterben das Machwerk zu Ende geht. Das bleibt alles an unserem Grab, an unserem Sterbebett zurück. Was bleibt? Und er sagt, Erlöstes bleibt. Was hilft uns beim Lernen? Gibt es unterstützendes Material? In der Schule gibt es immer Schulbücher, mit denen man auch zu Hause lernen kann. Nun ist Schule vielleicht für manche nicht so ein ganz tolles Beispiel. Aber es gibt ein Schulbuch Gottes und das ist tatsächlich die Bibel. Wozu ist sie gut? Sie ist gut, ihn besser kennenzulernen und mich besser kennenzulernen und zu wissen, was geht. Die Bibel zu lesen, es ist keine Sache wie ein Roman. Erstens ist es nicht sinnvoll, sie von vorne nach hinten durchzulesen, weil sie gar nicht chronologisch aufgebaut ist, sondern es ist sinnvoll, jeden Tag einen Abschnitt zu lesen und Gott etwas näher kennenzulernen. Es ist für mich persönlich ein Riesengeschenk, dass ich, seit ich 15 bin, jeden Tag Bibel lese. Das bedeutet, dass ich im Laufe meines Lebens und in den Situationen, in die ich komme, damit beschenkt bin, dass in dem Kasten hier oben Bibeltexte drin sind, die förmlich zu mir sprechen, die kommen dann hoch, dass Gott sagt, so und so. Und ich frage mich dann in meinem Leben nicht immer mehr,
wie komme ich hier bloß wieder raus? Und wenn ich bete zum Beispiel, das ist ja dieser tägliche Kontakt, das ist das Zweite, wie wir lernen, beten, ja, dass ich immer sage, oh lieber Gott, oh Heimat, hilf mir. Oder ja, andere Menschen, die irgendwie böse zu mir sind, vorhin bringe und sage, hier, hilf mir zu gewinnen oder was auch immer. Ist ja immer spannend, wenn Fußballvereine beten, Nationalmannschaften. Es gibt ja manchmal, dass Fußballvereine vorspielen, da Spieler sich im Kreis stellen und wirklich beten. Und da denke ich immer, der arme Gott, wem soll er jetzt den Sieg schenken? Ja? Sondern ich kann fragen im Gebet, lieber Gott, was, lieber Vater, was gilt jetzt hier von dir her für mich? Wie kann ich gut reagieren? Und ihr fragt euch vielleicht, und wie antwortet er mir? Er antwortet zum einen, indem er mir, indem diese Dinge hier, das Wort Gottes, schwarz auf weiß, ich diese Dinge kennenlernen kann. Das andere ist aber in der Tat, dass Gott zu uns spricht. In der Stille. Gott schreit nicht. Gott hat eine leise Stimme. Er überbrüllt nicht die lauten Stimmen und Töne dieser Welt und dieses Lebens. Er spricht leise. Und darum ist Stille etwas, was ich auch übe. Beten ist nicht mehr nur Gott sagen, 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 das und das und das und das und dann Amen und dann weggehen, sondern Beten ist auch still sein vor Gott, einfach nur sein, mich hinhalten. Ich bekomme die Antworten nicht immer sofort. Ich persönlich bekomme die Antworten oft beim Duschen, auf der Toilette und in der Nacht. Ganz leise. Versucht euch das nicht alles näher vorzustellen. Es gibt ja einen ganz am Anfang der Bibel einen Text, ganz am Anfang, 1. Mose Kapitel 1, wo es heißt, die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Dieses Wort schwebte, für schweben, kann auch übersetzt werden, das war ja auf Hebräisch, kann auch übersetzt werden mit brütete. Der Geist Gottes brütete über dem Wasser. Da war noch nichts und der Geist Gottes brütete die Schöpfung aus. Ist das nicht ein cooler Gedanke? Er brütete. Und das können wir ruhig in Anspruch nehmen für uns, wenn wir mit ihm im Gespräch sind, Fragen an ihn haben, dass er sich Zeit nimmt, über meinem Leben zu brüten und mir Antwort gibt, wenn ich so weit bin, wenn es so weit ist. Ich habe manchmal Fragen an Gott, deren Antwort ich gar nicht sofort ertragen kann, sondern die Frage muss manchmal brüten. So wie manche Probleme sich erstmal auswachsen müssen, bis ich sie überhaupt richtig erkenne. Ich will ja immer schon gleich eine Lösung, nur wenn es mir gerade mal schlecht geht, nur wenn die Sachen gerade mal schwierig sind. Aber manchmal müssen Probleme sich auswachsen, damit ich sie überhaupt richtig identifiziere. Um was geht's hier? Und das kann ich Gott auch fragen. Was ist das? Und der Geist brütet und er will mich immer zum Leben führen und immer lebensfähig machen. Er will mich fähig machen, souverän mit den Dingen umzugehen und nicht panisch nach Lösungen zu suchen. Weil Gott selbst, der mich hält, ist nie in Panik. Das finde ich total beruhigend. Gott ist nie in Panik. Und darum, hier sind sie wieder, die begleiten uns die ganze Zeit, werde ich souverän im Umgang mit den Dingen. Das lerne ich. Und das lerne ich lebenslang. Und es gibt Gebiete und Felder, da scheitere ich immer wieder. Da frage ich mich manchmal, was ist denn hier los? Warum hilft sie mir jetzt nicht da raus? Aber manchmal soll ich vielleicht ein bisschen demütig bleiben. Wir neigen ja dazu, wenn die Dinge gut gelingen, dass wir uns das auf die Schulter klopfen und auf die eigene Fahne schreiben und sagen, wow, seht her! Solche Leute gab es schon zur Zeit von Jesus, die Pharisäer. Ja? Leute, die aus eigener Kraft versuchten, nach den Geboten Gottes zu leben. Und alles, was sie geschafft hatten, schrieben sie sich quasi auf ihre Liste vor Gott und sagten, guck mal, was ich alles mache. Nö, das müssen wir nicht. Wir können ganz demütig bleiben und sagen, ich bin ganz abhängig von dir. Und weil du mich lieb hast, ist diese Abhängigkeit gar nicht übel und gefährlich, sondern das Beste, das mir passieren kann. Das lerne ich, wenn ich ein Schüler von Gott bin, ein Schüler von Jesus bin.